Pakete, Leute. What the fuck? Vielen, vielen Dank für die ganzen Pakete, aber Alter. Wir müssen erstmal aufräumen. Das sieht auf jeden Fall sick aus. In der Zeit, wo wir hier gerade aufgeräumt haben, hat der Postbote zweimal geklingelt und hat zwei Pakete gebracht. Eins davon steht hier und ich bin so gespannt drauf, Leute. Aber wir können es leider erst morgen sehen. Das andere ist unten. Das ist auch mega, mega geil. Aber Leute, wie auf dem Dude steht hier einfach nur Hovercard. Ja, mehr steht da eigentlich nicht. Nee. Denn heute geht alles um das wunderschöne Hovercard, was ich bekommen habe gestern. Mit so einer sexy Lackierung. So einen geilen Reifen mit so einer... Aber davor haben wir noch mal kurz was, weil Hey Moritz Vlogs, you know, immer irgendwas komisches reingeworfen. Denn Lea, komm rein! Zeig mal du deinen Fuß! Die hat sich heute einfach eine Drohne gekauft und außerdem waren wir vorhin beim Intertoys und alle Drohnen waren aufgekauft. Die Leute haben geredet, da kommen immer Kinder rein und sagen, ich möchte diese Drohne von Hey Moritz haben. Ganz, ganz mehr. Anscheinend haben wirklich ganz viele Intertoys wegen meiner Drohne sich auch eine gekauft. Das, ja, Lea auch. Lea packt sie jetzt für euch aus. Aber ich pack den vorsichtig. Oh mein Gott, oh mein Gott. Guck dir mal dieses Feinstück. Komm, wie sieht das so richtig so? Ja, ich möchte sie nicht kaputt machen. Willst du ein Stäbchen haben, Lea? Möchtest du ein Stäbchen dazu haben? Ja, reiß die Scheiße ab! Links, ja, super. Okay, das kannst du so ein bisschen... Es klappt schon noch. Das aber unten lernen. Unten lernen? Ja. Ach so. Leute, wir haben das Heymobil. Und jetzt zeigen wir euch, was man damit alles so machen kann. Spannend hier zu fahren, muss man sagen. Das würde ich sagen, geben wir mal ein bisschen Gas. Danke, danke auf jeden Fall, TechKids, dass ihr mir das hier sponsert. Das ist so geil. Das Ding macht so viel Spaß. Guckt euch diese sexy Lackierung an, Alter. Oh mein Gott! Wir haben natürlich noch... Leute, das ist unser Typ mit dem Auto. Er heißt Marvin Rock auf YouTube. Genau, erster Link in der Videobeschreibung. Leute, checkt meinen Kanal. Leute, weiter geht es! Leute, auf jeden Fall geile Karre. Leute, das Video wird sick. Ich hab's euch gesagt. Und jetzt haben wir natürlich nur was für dich mitgebracht. Pass auf. Sag mal, ist das so eine... Nö, nö, nö. Tada! Das dürft ihr noch gar nicht sehen, Leute. Das ist hier gepixelt. Aber hier. Nice. Was ist das hier? Das Stringen? Ja, klar, natürlich. Wir haben es selber noch nicht probiert. Nice, Alter. Oh, Gott. Oh. Was kostet der? Ich kaufe gleich ganz Palette. Damit habe ich mein Auto geparkt und wir besuchen ein bisschen die City, oder? Genau. Alles klar. Jo, alles klar bei euch. Ich habe Vertrag gemacht. Ich krieg... Okay, Leute, jetzt drücke ich was aus für mein Board. Achtung, das Board bleibt. Jawohl! Leute, ab in meine Einfahrt. Ich höre mein Auto schon riechen, Alter. Da ist es! Oh, oh shit, das ist jetzt die Helmut. Bruder, oh mein Gott, das Helmobil. Okay, Leute, let's go. Wir gehen. Du musst keine Parkgebühren zahlen. Hallo. Hallo. Komm, du kommst mit dem Ding hier nicht rein, mein Freund. Okay, cool. Der Akku ist alle. Oh. Aber der Helmut-Aufkleber ist auf jeden Fall am Start. Ja, der Akku alle. Kacke. Ja, was machen wir jetzt? Und der Akku ist wieder voll.
Leute, es ist abends. Wir haben das Board gerade noch mal kurz aufgeladen. Wir sind den ganzen Tag damit rumgefahren. Das ist wirklich wie ein Auto. Es ist halt wie ein Cabrio für Kinder. Klar ist es nicht auf deutsche Straße. Schuhe zugelassen, etc. Aber wir fahren auch hier die ganze Zeit nur auf abgesperrten Straßen rum. Also das ist hier alles, da sind keine Autos her, Leute. Wir sind mit diesem Ding noch nie so viel Spaß mit einem Elektroteil. Das macht so viel Spaß, Leute. Also. In zukünftigen Videos natürlich immer benutzt, um irgendwo rumzufahren. Außerdem werde ich das auch mit meinem Boosterboard mal testen. Aber heute habe ich einfach gedacht, wir testen das mit einem Auto. Kannst sogar driften mit dem Teil. Jetzt pass auf, Leute, das haben wir ja viel über das Havakar gesagt, ne? Aber das Board, Leute, das hat echte fette Reifen. So richtig fette mit Grip und allem Scheiß. Ihr könnt das ja immer sehen. Hinten und vorne Beleuchtung. Richtig, richtig cool. Man kann teilweise denken, ich bin die Polizei, Alter, mit dem Ding hier. Das ist irgendwie auf 25 km/h oder so. Deshalb, wo ich jetzt hier gerade fahre, fahre ich jetzt gerade erstmal ein bisschen Getränk holen, Leute. Danke an den Kanal TechKids. Auf dem Kanal von TechKids ist das auch beschrieben, wie wir das Board hier zusammengebaut haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt schon online ist, weil ich das Video wahrscheinlich jetzt gleichzeitig mit diesem Video schneiden muss. Aber Leute, vielen, vielen Dank an TechKids, dass sie mir so ein... Das ist wirklich heftig, Leute. Also TechKids haben wir hier. Das hier alles gesponsert. Ich habe davon nichts selber bezahlen müssen. Das ist das heftigste, geilste Setup wirklich. Also das ist so ein schnelles Board, so eine geile Lackierung. Genau mein Geschmack. Also ich rede gerade wirklich nur Gutes darüber. Ich kann nichts Negatives. Was kannst du darüber Negatives sagen? Nichts, einfach nichts. Das Einzige, was man vielleicht negativ werden kann, war vielleicht am Aufbau, dass eine Schraube nicht gepasst hat. Eine, aber guckt euch das an. Ist, wir kriegen Leute, man kann damit durch die Stadt brettern, Alter, es ist so geil. Was natürlich auch ein bisschen doof ist, dass Bastian laufen muss. Das ist auch eine Sache, ne? Muss die Beine benutzen. Spaß. Nö. Aber Leute, egal. Ich meine, sie hatten noch irgendwas geschrieben, dass wir noch eins mit Federung oder so bekommen im Urlaub. Das wäre wirklich ultra, ultra geil. Jetzt mache ich das mal hier so rückwärts Videomodus und guck mal, was hier aussieht, ob ich vorwärts fahre. Ich fahre mal rückwärts, ha? Hey Leute, wir werden jetzt safe aus Aldi rausgeschmissen, aber einfach mal gucken, wie die darauf reagieren. Die haben mich auch gerade schon angeguckt, wie ich da mit Boosted Board reingebrettert bin. Sag es mal, kann halt das Ding halt wirklich einfach parken? Mal außen parken, ich kann ja mal gucken. Ich kann mir das jetzt hier parken, einfach reingehen. Das werden wir auch in Zukunft wahrscheinlich so machen. Geil, aber Leute, wir gehen jetzt einfach rein. Hallo? Dürfen wir damit rein? Ja, wie? Danke, okay, alles gut. Oh mein Gott, die hat jetzt gerade Ja gesagt. Sagen da nichts gegen. Wie geil ist das denn? Alter, guck mal, du hast eine Spülmaschine. Da, Leute, gucken wir mal, ob unser Kofferraum auch funktioniert. Natürlich funktioniert er. Leute, das Ding war die beste Entscheidung meines Lebens. Ey, Moritz. Ich kann es nur noch einmal sagen, vielen, vielen Dank an TechKids. Ich habe noch nie so ein geiles Fahrzeug wirklich elektrisch gehabt. Eine Sache muss ich halt sagen, also das Boosted Board ist, glaube ich, im Alltag besser, weil du kannst es halt überall mit hinnehmen und so. Aber einfach, es macht so viel Spaß, das Teil. Das Boosted Board ist viel schneller, das Boosted Board ist kompakter, das Boosted Board hält länger, aber das Ding macht einfach Spaß, ohne Ende. Das wir haben jetzt noch geplant, dass wir vielleicht hinten an den Sitz irgendwie so Polster sowas machen. Richtig geil. Wir sind fast zu Hause. Danke, danke an TechKids. Vielen, vielen Dank, dass ihr das hier gesponsert habt. Schaut euch dann das Video von denen auf jeden Fall an. Wenn das raus ist, werde ich das ganz am Ende verlinken oder in der Infobox oder so. Wie das zusammengebaut, Leute. Lasst auf jeden Fall mal dann einen Hashtag HeyArmy in den Kommentaren von denen da, um denen zu zeigen, dass wir die strongest Army on the planet sind. Jetzt würde ich sagen, geht's wieder zurück. Mein Zimmer. Achtung. Okay, Leute. Alter, wir sind wieder zu Hause. Ich muss sagen, das war einer der Vlogs, die mir bis jetzt am meisten Spaß gemacht haben. Leute, Havakar ist abgeschlossen, Leute. Die letzten drei Videos haben wir die Top-Comments immer nur so eingeblendet. Die werden auf jeden Fall bald wieder anfangen, das an die Tafel dran zu hängen. Nur heute nochmal. Top-Comment. Bester Mann auf jeden Fall. Wenn ihr Top-Comment werden wollt, einfach Kommentare spammen und ein bisschen Glück haben. Wenn die User euch mögen, werdet ihr hochgerankt. Alter, vielen, vielen Dank an TechKids für diesen geilen Vlog. Hat das Spaß gemacht heute. Das ist ja uns ja wirklich nur Schlechtes passiert. Und morgen haben wir wieder zwei fette Pakete darunter. Okay, Leute, ich gebe euch ein kleines Preview, okay? Mal rein. Okay, das reicht. Leute, schaut auf Instagram, Snapchat, Twitter vorbei, Leute. Haut rein. Du Schwein. Lol. Willkommen in dieser gesprochenen Endcard. Ich habe etwas Wichtiges im Video vergessen, nämlich das Video von TechKids ist noch nicht online. Ich werde das Video aber jetzt sofort nach diesem Schnitt sofort rendern, schnell schneiden und das wird zäh. Das Video wird wahrscheinlich morgen online kommen. Also Leute, bitte tut mir einen Gefallen und lasst dann morgen ein Hashtag HeyArmy unter dem Video da. Würde mich mega freuen. Ich glaube, die vom Kanal auch. Leute, die haben mir so viel geile Sachen hier gesponsert und ich hoffe, das Video hat euch auch mega gefallen. Das ist, glaube ich, einer der geilsten Videos bis jetzt. Also von meinem Spaßfaktor her, vielleicht jetzt nicht vom Schnitt her, etc. Aber es hat am meisten Spaß gemacht. Yes! And you better believe it. Just take a bite and see.